So, ein herzliches Willkommen zurück zu Doom 2016. Jawohl. So, wo war ich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Da hinten läuft ein Typ. Ihr seid doch hier. So. Ihr braucht doch hier die Spezialbehandlung. So. Wer ist? Ach, da war diese. Huh. Ach, der gehört auch dazu, okay. Ja, geschafft. Cool. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das. So. Das wollte ich. Da hat's den Stuhl auch weggefegt. So. Das ist doch mal ein schöner Anfang hier. Diese blöde, dämliche Herausforderung schon mal abgeschlossen. So, das ist schön. Da freue ich mich sehr drüber, weil die fand ich ein bisschen complicated. Weil es nämlich genau diese Viecher sein mussten. Diese besessenen Viecher. Und das hat ja schon mal gut geklappt. So, jetzt müssen wir 8 Dämonen mit einem Schuss töten. Ja, das ist dann eine Gauss-Geschichte. Dämonen-Dezimierung, habe ich keine Ahnung, was das ist. Das wird sich wahrscheinlich noch herausstellen. Ja, und ja, dann war da noch was mit der... Was ist hier noch? Da muss ich nur die Dinger einsammeln, ja. Also, ja, ich muss also auf jeden Fall Glory Kills machen, damit das hier vollkommt. Das ist auch ganz klar. Und dann war hier noch was mit der Minigun irgendwie. 5-mal mit einem Einsatz. Ach du liebes bisschen, 5-mal sogar. Mehr Dämonen, also wahrscheinlich keine Besessenen, also keine Zombies. Aber kann ich mir blockieren, das klingt natürlich richtig geil. Das muss ich unbedingt mal irgendwie erfüllen. Da muss ich mir mal 4 oder 5... Ja, wie viel Zeit ist denn dazwischen? Gar keine, oder wie? Das muss man doch hinkriegen. Muss ich nur einen Haufen an Dämonen suchen und dann bam, gib ihm. Das muss doch zu machen sein. So. Okay, da unten sieht es spannend aus. So. Habe ich jetzt hier eigentlich alles mitgenommen oder schon was verpasst? Schon was verpasst. Da ist eine Runenprüfung. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt schon rankomme. Ne, da ist eine Scheibe vor. Da komme ich denn in der Tat nicht rein, aber da hinten ist eine Runenprüfung. Wie komme ich denn da rein? Hier ist eine Runenprüfung. In der Tat. Wie komme ich denn da rein? Da komme ich aber irgendwie nicht rein. Warum nicht? Was muss ich dafür tun? Würde, glaube ich, Sinn machen, die zuerst zu machen. Hä, das ist eine gute Frage. Wie komme ich denn da hin? Ich
Und was ist da eigentlich noch ausgelassen? Ach, das komische Haste-Ding wahrscheinlich, ne? Ja. Aber ich hab's halt nicht gebraucht. Das sollte ich vielleicht irgendwann mal mitnehmen. Jetzt verwirrt das vielleicht noch. Damit kann ich nichts machen. Wie komme ich denn da ran? Das gilt es wahrscheinlich jetzt rauszufinden, ne? Entweder ich bin blind oder es ist jetzt ein kleines Rätsel. Ich kann auch schlecht. Ja, man muss da irgendwie unten ran, aber wie komme ich denn da nach unten hin? Ah, ja. Augen auf im Straßenverkehr. So. Ne? Augen auf im Straßenverkehr, dann passt das auch. So. Gut. So. Warum lässt du... Ach doch, da ist das Loch. Schönes Skelett. So. Das kannst du schon mal grundsätzlich tun. Ne? Verriegelt. Nee, war zu. So einen Unsinn brauchen wir nicht. Alles uff hier. Alle musst du auf einmal vernichten. Alles auf. So. Hi. Geht's dir gut? Alles noch klar bei dir? Das Essen scheint nicht gut geschmeckt zu haben. Na gut. Na, dem scheint das Essen nicht geschmeckt zu haben, eindeutig. Okay, schalte mit dem Raketenhelfer und den Ressourcen im Kampfgebiet alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ziele hinterlassen keine Ressourcen, wenn sie ausgeschaltet werden. 14 Ziele in 1,30. Ich bekomme dafür, die Reichen werden reicher. Das Abfeuern deiner Standardwaffen verbraucht... Wow! Das Abfeuern deiner Standardwaffen verbraucht keine Munition, wenn du 100 Rüstung oder mehr hast. Das kann man natürlich gut kombinieren, ne? Eventuell. Das mache ich mal. Das ist cool. Das ist eigentlich nicht... Aber 100 Rüstung muss man erstmal haben, ne? Das ist natürlich auch nicht... Ja gut, das ist natürlich... Muss man natürlich auch erstmal haben. So. Wir versuchen es aber mal. So, was muss ich denn tun? Ja, welche... Ach du Lolimäuli. Na gut, ich habe auch eine Minute Zeit, aber ich schieße ich gerade ziemlich kacke. Da war was im Weg. Ich wollte aber auch gerade anvisieren, das geht aber auch anscheinend nicht. Also man muss es wirklich mit einzelnen Schüssen machen, ne? Jo, anziehen geht nicht, man muss es echt so machen. Boom. Der für den Glory Kill muss Zeit sein. Ja, ich hänge fest. Fresse. Machst du jetzt auch noch, ey. Ich glaube, es geht los. Alter, da habe ich mich jetzt gerade selber gesprengt. Ich voll Horst. Ah, ich muss ein bisschen brutaler schießen hier. Das ist nicht so sinnvoll, was ich hier mache. So. So. Hi Kako, wie geht's Ihnen so? Alter, sterb doch mal. Bastardvieh, so.
Bam. Jetzt kommst du. Ja. Geh weg, Herr Hell Knight. Nein, keine gute Idee, wenn da einer ist. So. So. Jetzt mal hier langsam um. Ah, dieser blöde Pinky. Den Pinky mit Raketenwerfer. Das ist nicht meine bevorzugte Waffe dafür. Muss ich ja zugeben. Hab dich schon vermisst. Ah, der Kako, das despawn, okay. Hat so ein bisschen mit da was damit zu tun, was man als erstes killt, habe ich das Gefühl. Uah. Uah. Okay, ist eigentlich total easy, bis auf die Pinkies. Die Pinkies sind scheiße, die will ich als letztes haben. Wer spawnt die? Welches Vieh darf ich nicht töten? Ich glaube, der Hell Knight ist es, ne? Vielleicht sollte ich erstmal... Okay, ich muss den Kako töten. Lässt mich sonst nicht weitermachen. Ah. So mies ist. Ach Gottdammit, das ist überhaupt nicht schwer. Es läuft nur nicht so, wie ich will. Das Ding ist nicht schwer, absolut nicht. Das ist echt total machbar. Ich muss hier nur ein System reinkriegen. Vor allem aufhören, mich selbst zu beschießen. So, du halt machst mal einen Abgang hier. Diese blöden Pinkies mit dem Raketenwerfer, alter Schwede. Ich treffe ihn noch nicht mal hier. So, Pinky 1. Wer war das jetzt? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Alter Schwede, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich daran so aufhalte, obwohl das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Mhm. Ah, ich hänge fest.
Das war wieder diese doofe Pinky von rechts. Die Pinkies, die sind echt das Hauptproblem, Mann. Scheiße. Den Part fülle ich gerade mit der Ruhenprüfung, ich merke schon. Der will auch nicht sterben, ja. Nee, so war das ganz beschissen. Aber warum ist denn der Karko nicht gestorben? Der hatte 4 Raketen oder so ausgehalten. Holy moly. Na, mehr als das. Reicht's mir mit dir, Karko? So, wir gehen mal eine andere Route. Vielleicht bringt das ja was. Du bist der Letzte, komm. So, die andere Route war tatsächlich besser. Na also, warum nicht gleich so? Das war tatsächlich besser so rum, hat mir besser gefallen. Das ging besser. Rechts rum war irgendwie besser. So. Ja gut. Jetzt müssen wir mal nachgucken hier. Oder irgendwie austauschen. Das ist natürlich gut, das muss auf jeden Fall bleiben. Effektivität von Ausrüstung, das ist Munitionsboost. Gut, da hätte man jetzt die Wahl zwischen Munitionsboost oder kein Munitionsverbrauch, wenn ich über 100 Rüstung bin. Aber da halte ich das ja für sinnvoller, ne? Da muss ich ja ehrlich sagen. Ich bin schon fast beim Letzten und ich finde das, diese Kombination immer noch am besten, ehrlich gesagt. Das muss ich einfach wirklich so sagen, nach wie vor. Ich weiß ja nicht, ob mir da jemand widerspricht, aber würde mich dann natürlich brennend interessieren. Aber bisher, für mein Empfinden, wirkt das so am logischsten. So. Dann haben wir das gemacht, dann können wir jetzt ja endgültig weiter. Wenn wir die mal auspacken, ne? Damit das auch mal erfülle. Das muss ich unbedingt mal erfüllen. Hier geht's nicht weiter, hier geht's weiter. Nett. Und das mit der Gauss müssen wir natürlich auch nochmal machen. Gut, dass wir dafür Munition kriegen. Kommt man hier wieder zurück? Oh, macht das nicht hier, das ist doof. So. Ah, 100 Rüstung, das ist schon ganz schön hart, ne? Was ist das noch? Du hältst die Chance, einen tödlichen Angriff zu überleben und Gesundheit wiederherzustellen. Wird bei Tod zurückgesetzt, okay. Naja. Naja, gut. Okay, das kenne ich ja gar nicht hier. Seit wann habe ich das denn bekommen? Dämonen sind dank einer höheren Schadenresistenz bei Benommenheit anfälliger für Glory Kills, okay. Okay. Achso, da steht es auch, was man verbessern kann.
Bei geringem Schaden. Ja, okay. Okay, das kann natürlich sehr, sehr gut funktionieren auch, ne? Aber ich mag die Dinger hier nicht tauschen eigentlich, weil die sind auch so schön. Das ist natürlich echt, Vor allem den Munitionsboost mag ich eigentlich nicht austauschen. Na gut, das ist nicht so. Aber schön, dass es hier steht, was das verbessert, okay. Alles durchlesen. Okay. Na gut. Tja, das ist natürlich auch verlockend, ne? Ah! Okay, wenn man das verbessert, reicht schon 75 Rüstung aus. Okay. Da, ja, das ist natürlich echt schwierig zu entscheiden. Gut, man könnte es natürlich bei den Ausrüstungsgegenständen natürlich wegmachen. Das ist wohl wahr. Ich glaube, die ist gar nicht so entscheidend, weil wenn man die nämlich jetzt damit vergleicht, ist das ja wertvoller eigentlich, ne? Tja. Ich glaube, wir nehmen das mal. Dann sind die. Das war jetzt nur die Verstärker, ne? Ne, Verstärker oder? Welche waren das jetzt überhaupt? Ausrüstungsgegenständen. Ja. Also nur die Granaten. Ja, scheiß auf die Granaten. Das ist doch viel besser hier. Das ist besser. Definitiv. Würde ich jetzt mal so sagen. Ob eine Granate mehr oder weniger Schaden macht, kann man auch mit einer Machine Gun Rocket ausgleichen. Also das ist jetzt wirklich nicht so, dass das Entscheidende, wenn ich da mal drüber nachdenke, ne? Ich nehme das Ding jetzt einfach mal. Scheiß drauf. Ich werde es wahrscheinlich brauchen. Weil hier geht es nämlich runter. Und zwar ziemlich runter. Wer weiß, wann ich hier wieder hochkomme. Das ist gar nicht so einfach mit der scheiß Lafette, da so viele zu töten. Ich glaube, ich sollte das lieber danach machen, was ich für richtig halte. So, jetzt ist die Frage, wo hat er mich das letzte Mal... Gut, die Ruhenprüfung hat er gespeichert, das ist schon mal sehr schön. Das hat er zum Glück gemacht. Ich kann mich noch dran erinnern, wo er es nicht gemacht hat. Das hat er natürlich auch behalten. Ja, klar. Gut. Das kriege ich auch relativ schnell verbessert, weil die ja nur benebelt sein müssen. Da. So.
So. Hä? Nee, wo ist denn das Ding jetzt hier? So, mach den nochmal. Danke dafür. Vielleicht können wir ja mal die auspacken. So. Ah! Das war so ein Explosionsdingsbums. Die Gauss, die können wir auch noch mal ausprobieren. Die muss ich auch 8 Stück auf einmal vernichten, ne? Ich will ja so ein bisschen das Zeug erfüllen, aber ich habe das Gefühl, da haben die Viecher gerade ein bisschen was dagegen und wollen lieber, dass ich das irgendwie mache. Also, so wie ich das für richtig halte, damit ich sie auch tot kriege, ne? Boah, ist mit auch mal ein Weg hier. Ne, hier muss das Ding doch sein, genau. Ich habe hier noch keinen Plan, das ist das Problem. Wie ich hier vorgehen will. Das ist immer ganz... Ach scheiße, Manko. Ah, diese Waffe, die ist... Die ist nicht, irgendwie ist sie gerade nicht so ganz auf dem Effizienzniveau, wo ich sie gerne haben würde. Komisch eigentlich. Ja, vielleicht ist die Distanz zu groß. Gut, ja. Aber da sind auch echt viele Gegner und die Arena gefällt mir gerade noch nicht so ganz. Aber ihr kennt das ja schon von mir. Ich muss mich immer erstmal mit der Arena vertraut machen. Und wenn ich dann weiß, was wie die aufgebaut ist, dann geht's auch besser bei mir. So. Was fangen wir dann mal an? Also ihr kommt auf jeden Fall erstmal weg. So. Ihr kriegt das. Ihr kriegt das. So. Na, da war der Explosionsteil hier drin. Ach Mensch, der Typ neben mir. Man hat keine Chance, einen Glory Kill zu machen, wenn einer neben dir steht. Das ist so scheiße. Weil der, man wird noch direkt platt gemacht, während der Glory Kill noch durchgeführt wird. Ah, das muss ich mir echt auf die Fahne schreiben, dass ich das nicht machen kann wie bei Project Brutality, sondern dass man hier echt schon vorher angreifbar ist. So. Aber ich habe auch noch keinen Plan, wie ich da unten vorgehen will. Und das ist dann schon mal ganz schlecht. Wenn man dann auch keine... Dann noch kein Ziel hat, so ein bisschen.
Alter, fuck. Ja, komme ich da jetzt hin noch? Boah, Glück gehabt, so. Bam. Ah, das. Ah. Okay. Hier stelle ich mich ja gerade ganz besonders toll an. Ach du Scheiße. Da sind noch echt viele Viecher. Aber alle so verstreut, da kann ich auch schlecht die BFG auspacken. Da brauche ich aber schnell feuern, das. Ich bin gerade echt noch unschlüssig, was ich da nehme für eine Waffe. Das da. Wenn ich das mal wüsste, was nehme ich denn da mal am besten? Außerdem darf ich das nicht vergessen, so. Na gut, man kann ja auch hier schon mal ein bisschen was runterschmeißen, ne? Schon mal ein bisschen was vorzeitig töten hier, so. Oh, er lädt aber schnell wieder auf hier. Fuck. Aber das jetzt nicht gedacht. Da helft mir mal. So. Du auch, Schnauze. Schluss jetzt. Oh. Fuck. Oh. Okay. Der Mankubus war jetzt ganz scheiße da. Ah, oh, Mann. Der hätte ihn noch abhauen können, aber der ist ja scheiß Mankubus da jetzt. Oh. Alter. Aber macht nichts. Schöne Herausforderung. Muss auch mal sein. Das stört mich gar nicht. Ich find's gut. Wir kriegen alle Herausforderungen, auch diese. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Nein, nicht die Munition vergessen. Wäre nur schöner, wenn er mich mal ein bisschen besser speichern würde. So. Ey, komm. Das will ich nicht. Alter! Er will ihn nicht unten hinstellen, ne? So. Mein Gott, stirb doch. Alter, wieso krieg ich denn nicht den Rest daraus? Warte jetzt. Kriegst du das stattdessen? So, hier, bitte. Na, so geht's doch auch.
So. Dann vorzeitig schon mal ein bisschen aufräumen hier. So. Ah, will noch jemand was? So, kann ich jetzt kommen? Ah, die kommen schon von alleine hier. Na also. Okay, ich komme jetzt mal. Boah. Bitter, was hier abgeht. Alter Schwede. Ah, ich muss nicht raus hier. Du musst mal weg hier. Alter, du hast wieder gelebt, du Arsch. Das wohl gemerkt. So. Geschafft. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Du hast gesagt, dass wir es irgendwann schaffen. So. Und damit beende ich jetzt diesen Part auch erstmal für heute. Ja, denn der hat gespeichert. Perfekter Moment. Ja, den Part zu beenden. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann habe ich den Dreh raus. Na gut, die Vorarbeit hat viel gebracht, ne? Naja. Gut. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Doom 2016. Bye, bye.